Erst Kevin, Alter, wenn ich zähle, darfst du nicht filmen, Alter. Da erzähle ich mich gleich, Alter. Ich hab's einfach gute Schokolade. So, yeah, we're looking for something to like smoke. Ole, was sagst du zum Zimmer? Richtig nice. We're just like chopping up the money so everyone has enough money to buy into the tournaments. Today, the first tournament on the schedule, day 1A of the 2K warm-up. So yeah, I'm happy for that one and let's see how it goes. Maybe we can bag at day 2 with our first bullet. Der Mario hat das Geld, oder was? Ja. Mario und Ole müssen Geld haben. Let's go! Let's go! Wo ist nicht? Haben wir 1 Dollar? Good luck. 1 Dollar. 2,8. Danke, bitte. Schauen wir aus. Gut. Not much happened, I played one hand. Bluff shoved the river and now I have 130, so it was nice. It was so nice, I played a hand, he check raised the flop. And then on the river he was just like, he was just like, the one cut straight came and he just showed that he was not happy. And I had open end and the flush on the turn and didn't come and had a really, really easy jam and he showed the top pair with a flush on the turn and open forward. It was just so nice to see him how he was so bummed that he missed the flush draw. But he still had top pair and it was just over with the time. Oh, thank you. Yeah, you like them? Yeah. Thank you. Oh. Yeah, appreciate that. Erst Kevin, Alter, wenn ich zähle, darfst du nicht filmen, Alter. Da erzähle ich mich gleich, Alter. Back about 280. Yeah, pretty nice. Die ganze Zeit, wenn es cool ist, Alter, gleich 560, Alter. Gleich Max vorne. I don't speak English. Weißt du, ich habe schon meine Chips zählt habe und der Kevin hat mit der Kamera da gestanden ist, oder? Ja, ja. Wie nervös warst du? Ja, also. Du? Ne, insgesamt, so ohne, auch ohne Kamera. Nein, jetzt gerade nicht gegangen. Vor allem, du bist halt um 8 fertig. 500 gar garantiert, Alter. Ja. Der ist schon 120 Spieler. Wie viele Demons gibt's? 3. Nein, davor hat man auf Tisch, wo ich war. Büffelflop 4-5x. Wenn er Flop eine gute Hand hatte, hat er 2x Spot gebettet einfach. Also so Donk, bisschen Donk bett, so 2x Spot. So, er opened 5x, Button 3 bettet, er called, Flop
UB86, ein Flop-Top-Set. Er pottet so, snap pottet so. Der King's Jam, er snappt so. Also insane, der hat Flash über Flash gemacht, der hat alles gemacht, also der hat Hände gemacht. Der ärgste Win eigentlich. Er ist gut, dass solche Leute die Chips haben. Danke. Ja. Die Schokolade schmeckt doch insane. Das ist wirklich eine unfassbar gute Schokolade. Also das ist insane. Wie viel Geld ihr zur Verfügung habt? Dann würde ich so eine gemeinsame Kasse machen, so ein Fund, wo halt jeder, weiß ich, ist jetzt der Sechste, jeder hat ein Sechstel. Ja. Und dann anstatt jetzt zu versorgen, der nimmt da 10, das ist halt alles recht mühsam, sagst einfach, du nimmst, weiß ich, spielst ein 1K, nimmst 30% selber und gibst 70% an die Gemeinschaftskasse. Ja, wenn die beiden mehr Roller für sich haben, deutlich. Wenn größer, aber meistens sind die Pieces einfach Sub 1K für alle 6 und dann ist halt ein 2K. Das kann ja auch einer weniger, 200 weniger Anteil am Pfand haben. Genau, einer hat dann halt quasi 50% und einer hat dann 10%. Gehen wir auf ein Pfeffer, Kevin. Auf ein Pfeffer. We're going for a Whistler. No, we're just going to... How is Shisha translated to English? So yeah, we're looking for something to like smoke through a pipe. A pipe. We're looking for a pipe. Looking for something to smoke. I mean, not weed or something like that. Something legal, you know. Das wäre eine fair strategy. GTO. Am wenigsten, wie sagt man, warst halt nicht in der Schusslinie. Du wärst Pfeffer, oder? Ja, ist klar. Ich möchte in Rolli aufsteigen. Ich bin ein Dorfwohner. Hier stehst du mich auf hier. Ja. Okay. Finde ich aber angenehm, ja. Ich stelle auch den Leo auf. Also einfach random, ich würde dich einfach gerne hören. Ich habe gesagt, ich muss mich ein bisschen einbringen, weißt du, deswegen. Also ich bin 100% Dorfwohner. Ich weiß nicht, ich habe wirklich nichts mehr, also was soll ich? Keine Ahnung. Ich weiß, ich bin halt mehr damit beschäftigt, wirklich rauszufinden, wer es sein könnte. Ja, glaub mir einfach, also, dass ich Dorfbewohner bin. Ich denke, ich verhalte mich genauso wie eben, wo ich auch keiner war. Das ist der schlechteste Sherlock Holmes der Welt. Alter. Aber was sagst du zu meinem Instinkt zum Rolli, dass er der Werwolf ist? Legit, ich habe mir das schon nämlich gedacht, bevor er die Runde angefangen hat, bevor der Werwolf quasi auch gewählt hat, habe ich mir so gedacht, okay, es stirbt schon oft der Rolli, weil es auf jeden Fall einige Leute geben wird, die den Rolli einfach raushauen, dass er schlafen gehen kann. For everybody, Kevin and me, we are in the Merritt Park Hotel. And right now we're in the Merritt Crystal Cove, and that's like 5 to 10 minutes with the car away. And there's like a shuttle driving back and forth. And we just hopped into a shuttle, which we thought is going to our hotel, but unfortunately it wasn't. It was driving to another hotel, and now we're again back here, and our shuttle is driving in 45 minutes, and it sucks. I'm fucking tired and I have no idea what we should do now. What the GTO play is now. So yeah, we'll see. Good night. We are now heading to the China Bazaar here at Cyprus because I forgot my Adiletten at home. So yeah, I'm gonna grab some flip-flops in order to not have to walk in my shoes all the day. And yesterday, where did we stop? It was like we sat into a shuttle. Which we thought was going to a hotel, but it wasn't. I mentioned that it would be pretty cool if we could get a taxi. And at the same moment when I said it, outside there came a taxi in front of the casino. The driver took us to a hotel and we were fine. And yeah, now we're heading to buy some flip-flops and then heading towards the guys in the Merritt Royal. I'm a bird whisperer, that's it. I love birds, they're like pretty much like my favorite animal. I have some affection for birds, I don't know. Yeah. I just think they are pretty cute. Finally we find a shop with some flip-flops, etc. They don't have like my size. But for one, and that's like the ugliest shoe, as you can see. I don't think that they have bigger size, so
Let's just go with these beautiful saddles, right? So now just relaxing. Just relaxing, exactly. Then we're going for dinner in the evening. I'm going to hop into the $660 turbo. And until then, just chilling. Wie hat es dir gefallen, Leon? FD-Experience in Bratislava? War besonders. Vor allen Dingen so das erste Mal, also vor der Kamera und so, dann noch das erste Mal Live-Grind, also das ist schon... Ja, das ist schon das war heftig, ja. Aber immer, also ich fand's, man blendet es aus. Also er hat, also Fabi hat gesagt, das wäre für ihn so was Besonderes, dass die Kamera auf ihn, aber für mich war einfach so, Alter, ich war viel mehr beschäftigt, einfach nur zu zählen und so ein Scheiß. Ja, das war. Dass ich über das Spiel geschaut habe, hast du auch nicht so überfordert reingeschaut. Also, du hast doch recht casual gewirkt und so. Dass ich dachte, okay, was geht ab eigentlich so? Es ging, so okay. Aber wie ich zum Beispiel in Vegas in 3,5 komme, so, wenn du so deep runst, so im Live. Also du blendest das auch so aus, so. Du bist halt so in deiner Zone drin und so, in deinem Tun und so. Du nimmst gleich zwei, nicht wahr, so jetzt, okay, jetzt run ich deep, jetzt bin ich bei Final Two Tables, jetzt bin ich am FD, da gibt es 300k First, so. Also bei mir hat das so null Rolle gespielt, so wie ich am FD war, im Windsor. Ich habe einfach, runtergegrindet, so. Das habe ich mentally null Effekt dazu. Wie viel Geld es geht, null. Ich habe einfach einen Stiefel dafür. Aber wie ist es so in der WSOP? Was sind das für Turniere, die man so, abgesehen von den WSOP-Events, spielt? Sind das dann sind das so auch so 300 Runner spielt, sind das noch größere, so diese Side-Events mäßig? Du hast groß. Jeden Tag WSOP, WSOP gibt es keine Side-Events. Ja, also das ist wirklich nur jeden Tag eine. Ah, okay. Ah, so. Okay.